für mich als Schissen war natürlich irgendwie so der Wunsch immer da, eine Spielwiese zu haben. Und letztendlich habe ich die Erfahrung dann wieder mit ins andere Cello genommen. Es gibt eben keine von außen gelegte Grenze. Das ist die Grenze, setze ich nur mir selber. New York ist für mich eine vorübergehende Station. Diese permanente Ausnahmesituation, in der sich diese Stadt ja befindet, die ist für mich im Moment genau das Richtige. Das ist wirklich fantastisch. Aber das ist nichts, was man ein Leben lang leben kann. Always have to make a choice. Like, are you making it look older, or are you gonna make it like a new? We're gonna work on with this on Chris later. And the bag is 150 years old wood. And there are not that many cello bows that are made out of tortoiseshell and gold, so it makes this expensive. Well, I was just gonna ask, like, what's the price tag on something? This is $250,000. Okay. That is a good price, I would say, yeah. Okay, dann probieren wir mal ein paar Celli aus. Irgendwie rattelt's hier. Das ist wirklich ein geniales Cello. 6,5 Millionen Dollar. Die Portokasse lässt tatsächlich im Moment 6,5 Millionen Dollar nicht zu. Das geht schon richtig gut mit dem Bogen, aber der kostet jetzt genau 10-mal so viel wie meiner und ich weiß nicht, ob es wirklich 10-mal so gut klingt. Ich bin eigentlich unterwegs seit meiner Geburt. Meine Mutter hat mich sofort mit auf Tournee genommen. Sie ist Sängerin und sie hat mit mir gesungen, bis sie im 8. Monat schwanger war. Dann musste sie irgendwie unterbrechen für die Geburt. Und dann nach einem halben Jahr sind wir dann wieder auf Tournee gegangen. Das heißt, das Reisen ist einfach ganz normal. Yeah.
around the hat, New York City, where's the love? So we session, see. Rehearsal, so concert, thing. I feel that sort of, if we can sort of create expectation and then not fulfill it, mm-hmm. that would kind of, you know, go into that whole philosophy of the story. This animando, would it be possible if you just lead it? Ich ziehe meine Kraft einerseits aus der Musik, aber ich ziehe meine Kraft besonders aus der Kommunikation mit anderen. Und die Kommunikation, die über Musik geht, ja. Das kann Kammermusik sein, wie jetzt mit Michael Brown zusammen, wo wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt haben und ja, eben nicht nur sozusagen so durch die Debussy-Sonate so ein bisschen vorgefühlt haben, was ist der andere für ein Typ, sondern wo wir auch wirklich Spaß an der Musik hatten. I played this in a house concert like 10 years ago. And you know, the nature of house concerts is that there's old ladies. Nothing against that, that's wonderful. That's why we do that. They're the best. That is my focus group actually in life. And I came to that place and I was like, oh, I'm bouncing out. And then there's a silence and I just hear this lady in the back going, alles komplett hin hier. Alles komplett hin. Dann haben die anscheinend beim Zoll jetzt da reingeschaut und dachten, das wäre irgendwie eine Bombe oder so. Das ist die schwerste Stelle im Stück. Jetzt kommen gleich die Nachbarn. Jetzt kommen gleich die. Aber es ist schon okay. Muss man natürlich das Cello zertrümmern. Dieses Konzert hat so von der Machart her schon noch sehr viel mit Cello zu tun. Mir ist es eigentlich fast lieber, sag ich jetzt mal, unter der Hand, wenn man sich eigentlich mit dem elektrischen Cello total vom Cello-Spielen an sich wegbewegt. Ja? Also dass man wirklich dieses Gerät nur noch als Klangerzeuger sieht und eben nicht als Cello-Ersatz. Beim Klassik-Cello sind meine Füße dazu da, um geerdet zu sein, um mich quasi wirklich zu verbinden mit dem Boden. Das E-Cello ist so verstärkt, dass ich im Grunde gar nicht diese Erdung brauche, dieses Gefühl, wirklich meine Kraft aus dem Boden zu ziehen, sondern weil meine Kraft zieht sich aus der Steckdose.
Start with the mistakes are absolutely unacceptable. Okay. What? This heißt Make Music New York, and this is sowas ähnliches wie Fête de la Musique in Paris oder in Berlin. Ja, wir schauen jetzt mal, was da rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall viele Cellisten da. Das ist schon mal gut. Da kann schon mal nichts schief gehen. Aber so genau was es wird, habe ich auch keine Ahnung. Ich glaube, die auch nicht. What is that smiley face over here? Yeah? Is that the A? The flat, the harmonics position? Do you think so? You don't really know. Well, it looks pretty, that's for sure. I'm giving everybody two to start with. Einfach, dass man zusammen ist und zusammen ohne besonders viel Ambition und auch ohne besonders viel Ego einfach sich hinzusetzen und zusammen Musik zu machen. Das war eigentlich richtig schön. Ich liege jetzt auf der Couch und harre quasi jetzt deiner Instruktionen. Anspannen. Und entspannen. Und ich bin genervt. Und ich merke dadurch, dass ich genervt bin, dass ich total angespannt bin. Ich weiß, dass ich das Stück perfekt geübt habe. Und ich fühle mich absolut sicher. Die Arbeit mit meiner Mentaltrainerin liegt eigentlich darin, unangenehme oder unerwartete Situationen schon einmal zu durchleben und zu wissen, wenn diese Situation auf mich zukommt und ich weiß, ich könnte da sehr nervös sein und ich könnte da Angst bekommen, dass ich diese Situation schon durchlebt habe und dass mir diese Situationen nichts ausmachen. Die Anspannung vor dem Konzert ist ja eigentlich etwas Fantastisches. Also in Frankfurt spiele ich Lalo-Konzert. Ja, jetzt will ich einfach sozusagen nochmal einen draufsetzen. Dass ich quasi das Gefühl mit rübernehme. Ich merke, die Anspannung wird größer, der Vorhang geht auf. Das Orchestervorspiel geht zu Ende und ich habe das Gefühl, richtig angekommen zu sein im Saal. Und dann spiele ich einfach los und ich fühle mich sehr wohl. Man kann das vielleicht mit dem Fallschirmspringen vergleichen, ja? Also wenn du am Boden all deine Übungen gemacht hast, so wie du dich hin austarieren musst, wenn du den Fallschirm ziehst, ja? Wenn du dann aus dem Flugzeug geschmissen wirst, ja? Es ist ja dann doch ein bisschen was anderes, ja? Wenn du dann im freien Fall runter willst, ja? So ist das, wenn man auf die Bühne geht. Das ist genau dieses Gefühl, ja? So, oh, ich falle.
dem Flug ist der ganze Körper so ein bisschen durcheinander gebracht und ich muss erstmal meine Gräten wieder sortieren. Ich freue mich drauf, den Dirigenten kennenzulernen, mit dem ich noch nichts gemacht habe. Und ich freue mich auch drauf, Lalo zu spielen, was man nicht oft spielt. Ich lebe ja wirklich ein Leben, was ich mir durch die Musik ermögliche, das, was ja eigentlich sehr, also wirklich traumhaft ist, ja? Auch manchmal albtraumhaft. Zungenbrecher im Grunde, ja? Also Fisch aus Fisch, 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 Fische. Die Stelle kommt dann, wenn man schon jetzt eine Viertelstunde gespielt hat, ja? Also das heißt, der Arm ist dann müde und jetzt heißt es natürlich dann die Reserven schöpfen, die man dann nicht mehr hat, ja? Hoch. Ah. All die Dinge, die ich übe, das ist im Grunde eine Versicherung, auf die ich gar nicht zurückgreifen möchte, sondern ich möchte eigentlich, wenn ich im Konzert bin, die Möglichkeit haben, volles Risiko zu machen. Und dann, wenn ich merke, oh, ich rutsche aus, dann geht eben dieser Autopilot an, ja, und sagt, okay, es ist alles okay. Wir kommen schon durchs Gewitter durch, ja. Aber das, darum geht es ja auch im Konzert überhaupt nicht. Es geht darum, volles Risiko und volles Erlebnis für alle, ja. Und alle Kanäle sind auf und ja, Ekstase eben, ne? Okay. Also das mit den Karten klappt alles, ne? Ich hoffe. Ja, ja, habe schon heute organisiert alles. Also es musste wirklich voll okay sein. Cello spielen. Ich weiß, ja. Orchester stellen, Leo. Ja, ich komm runter. Super. Worauf hast du Lust? Also wenn ich unterrichte, baue ich nicht auf Tradition, sondern ich versuche, den Studenten dort abzuholen, wo er ist, und dann ein Stück weit mitzulenken. In einen Zustand, wo ich denke, dass er sich in dem, wie er ist, sich verbessern könnte. Das hat Muckis, das gefällt mir gut. Sehr, sehr gut. Ich habe noch die Note noch gesucht. Ja, okay, ja, wieder bist du. Kein Problem, kein Problem. Und weiter. Ja, dass man eben nicht durch kleine Gefühlchen das große Gefühl zerstört, sozusagen. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen Papa, aber doch auf jeden Fall Coco, ja Coco, Coco. Genau, es geht von S, S-Los. Mit dem Fragezeichen, ist das wirklich so? Ja, es ist. Das ist ja ein hoher Stuhl, ne? Ja, nee, dann lieber eine Bank. Ich hatte früher die Illusion, dass ich, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich dann mich verändern muss oder aktiv etwas ändern muss. Oder dass ich auf einmal jetzt Solist spielen muss. Und ich habe gemerkt, dass das total in die falsche Richtung geht. Und als ich dann wirklich angefangen habe, nur noch ich selbst zu sein auf der Bühne, hatte ich auf einmal eine unheimliche Kraft, ein unheimliches Kraftreservoir, was auf einmal mir zur Verfügung stand.
Jetzt geht es darum, dass das Orchester Vertrauen zu mir findet, dass ich weiß, wie weit ich den Bogen spannen kann im Konzert und dass ich so ein bisschen die Untiefen auslote und dass ich mich im Konzert wirklich fallen lassen kann. Jetzt geht es eben nicht mehr um Kontrolle, sondern jetzt geht es darum, die Kontrolle anzufangen abzugeben. Klar, ich werde mich jetzt gleich herausputzen, so ein bisschen, ja. Also nicht so besonders viel, ja. Aber schon irgendwie anders anziehen und natürlich soll das Cello auch irgendwie gut aussehen. Dann klingt's auch besser. Der Frack ist altmodisch. Selbst heiraten würde ich nicht im Frack. Deswegen habe ich mich entschieden, da eben einfach ein schwarzes T-Shirt zu nehmen. Ich habe tatsächlich viele weibliche Fans, aber das sind dann mehr die älteren Damen, die dann sagen, ja, sie hätten dann noch eine potenzielle Schwiegertochter. Also ist es dann mehr so über die Generationen verteilt. So ein bisschen den Mindestabstand halten, weil ich das Gefühl, jetzt ist mir gerade alles zu viel. Und ich bin genervt. Aber ja, ich bin heute irgendwie schon nervös, aber gut. Und ich merke dadurch, dass ich genervt bin, dass ich total angespannt bin. Das Adrenalin schafft schon einfach andere Energien. Da bin ich natürlich auch sehr froh drüber. Ich merke, die Anspannung wird größer. Das Leben hat mir so einen fantastischen Rhythmus geschenkt. Ja, wo ich quasi so ständig zwischen Spannung und Anspannung, zwischen Ein- und Ausatmen, mich eigentlich in einem sehr, ja, vielleicht nicht unbedingt gesund, aber doch in einem für mich genau richtigen Verhältnis mich bewege. Ja. So, wir werden dann demnächst soweit. Kommen Sie jetzt? Ja. Das möchte ich sehr gerne.